Jetzt allerdings haben sie sich getrennt und gestern ihr letztes Konzert in Magdeburg gegeben. Ein tränenreicher Abschied. Doro Steitz und Christian Thomas waren dabei. Zum Abschied färben sie sich extra eine blaue Strähne ins Haar, die Mädchen vom Hamburger Fanclub. Denn blau ist die Farbe der Treue. Und dass sie ihren vier auch nach der Trennung treu bleiben werden, das steht für Sandra, Silke, Jenny, Susan und all die anderen natürlich fest. Auch wenn es gerade so nicht mehr gibt, also ich meine, die Fans sind noch da. Und es gibt die Musik noch und ja. Schon am Samstagmorgen starteten sie Richtung Magdeburg. Sofort als die Mädchen von der Trennung hörten, sicherten sie sich Eintrittskarten fürs letzte Konzert. Immerhin für stolze 61 Mark pro Stück. Dafür gab es dann knapp 2 Stunden Benjamin, Eloy, Lee und Bastian Open Air im Magdeburger Stadtpark. Noch immer können die Fans das Ende ihrer Lieblingsband nicht so recht glauben. Unzählige Plakate erzählen von Trauer und Hoffnung, dass alles doch noch nicht zu Ende sei. Und auch den 4 Jungs aus England und Holland fällt der Abschied irgendwie schwer. Fans zu haben, um Auftritte zu machen, Albums zu haben, goldene Schallplatten. Es war ein fabelhaftig Jungenstraum, die wirklich wahr is geworden. So. We zijn zeer traurig jetzt, dat kan man glaube ich ook wel zien. Nach dem Abschiedskonzert dann jede Menge Tränen und verzweifelte Teenager in Magdeburg. Super. Das war zwar schön, aber es war ins Letzte. Die Mädchen vom Fanclub aus Hamburg verabschieden sich von Caught in the Act auf ihre Weise. Sie haben für die 4 kurzerhand einen Song umgetextet. Aus Baby I Love You wurde Caught We Love You. Caught We Love You. And we